Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir probieren. Heute mit Rio-Mate. Ja, Rio-Mate wurde uns zur Verfügung gestellt vom Podsafe Metal Pilot. Ja, Steve. Der beste Metal Pilot von der Welt, wo gibt. Wo gibt, alles klar. Ja. Schaut mal vorbei, ne? Ja. Rio-Mate gibt's beim Edeka. Ah, okay. Also nicht bei jedem, also manche brauchen da gut, immer, bis die Edekas, die das haben sowieso alle so ein bisschen jeder ihr eigenes. Ja, aber es gibt es bei vielen Edekas und wenn du es findest, findest du es beim Edeka. Immerhin etwas. Hat allerdings, es gibt noch eine andere Rio-Mate, die aus Kanada kommt, mit der hat es nichts zu tun. Das ist eine eigene. Ja, hatte ich allerdings auch schon mal im Text-Review erwähnt. Du hattest die ja jetzt noch nicht, also ich hatte sie ja schon vom Text-Review probiert. Finde ich auch vom Design her nicht schlecht, eben mit diesem mit der Statue von Rio de Janeiro. Das ist die Statue, genau. Und vorne auch das Rio dann noch mit dem brasilianischen, also wie an die Flagge angehaucht, ne? Ja, das mit ist dem, die Flagge. Ja. Die Schrift kommt mir so bekannt vor. Das erinnert so ein bisschen an die Jeopardy-Schrift, aber es ist sie nicht, es ist eine andere. Nee, das ist ein bisschen, ja, in irgendeine Comic-Schrift. Also von irgendeinem Comic kenne ich das. Ja. Ja, wurscht. Egal, original. Original, was nicht alles original ist. Was heißt schon original? Auch nicht den Kolben reinhalten. Mischkolben. Honig. Ja, aber so Richtung Blütenhonig. Blütenhonig, Richtung Akazie, sowas. Ja, Akazie auch, beziehungsweise auch ein ganz kleines bisschen so Ahornsirup, so in die Richtung. Ja, das kommt auch hin, ja. Wird aber wahrscheinlich auch wieder verfälscht durch das PET. Kann sein, ja. Was ist? Auf jeden Fall riecht schon mal nicht schlecht. Also es kommt auch diese typische Gärungsnote von der Mate kommt auch mit. Aber sie ist nicht so vordergründig jetzt. Ja, also das Süßliche, das Honigmäßige ist schon sehr stärker vertreten. Ja. Schütt mal rein in den Kopf. Ich kenn's ja schon. Ah ja. Es ist schon sehr süßlich. Also es ist für mich, muss ich ganz klar sagen, so ein Zwischending zwischen dem Clubmate Eistee-Kraftstoff, der ja schon sehr würzig und sehr süßlich ist, und Topmate, die ja eher so das Gegenteil ist. Und wenn du das zusammenkippst, dann hast du eine etwas würzigere Note plus die Süße, aber eben nichts verschwindend. Ja. Von dem Honig merkt man aber ehrlich gesagt nicht so viel, wie er riecht. Nee, das nicht. Aber es ist schon süßlich, ganz klar. Es ist süßlich, es hat auch die Würze, aber ich kann die Würze nicht. Da ist noch was. Es ist auf jeden Fall ganz klar im Vergleich zur Top-Mate, die ja die einzige PET-Mate ist bisher, ist die, finde ich, wesentlich besser. Also das ja. Die setzt sich davon schon deutlich ab. Ich glaube, ich hab's. Mhm. Probier nochmal. Ich sag, da ist ein Hauch Rhabarber. So ein bisschen. Das ist die zusätzliche Würze, die ich merke. So ein bisschen. Hat so eine Richtung Rhabarber. Nicht extrem. Das Invertzuckersirup ist drin. Wow. Was auch immer Invertzuckersirup. Also invertiert heißt eigentlich. Gegensätzlich, also Salz. Es ist Salz drin. Gell? Get it. Ja. Das sind eh solche Spaßvögel, diese ganzen Ernährungswissenschaftler, was die sich da für Scheiße einfallen lassen, um die Verbraucher zu verarschen. Das ist eine wahre Freude. Man muss aber sagen, also es hat zwar eine leichte PET-Note, aber die ist nicht so verfälschend und nicht so stark wie andere. Wie bei der Topmate. Ja. Und sie hat schon noch im Vergleich zu anderen Maten schon noch einen eigenen Geschmack, der grenzt sie ab, also die hat definitiv ihre Daseinsberechtigung, weil sie eben wirklich ganz klar als eigene Mate dasteht und nicht so versucht, Clubmate oder sowas zu kopieren. Also richtig. Die ist schon für sich und vor allem ist die halt auch relativ günstig zu kriegen. Was kostet die? Ich glaube zwischen 70, 80 Cent sowas die Dose, Flasche. Völlig in Ordnung. Wenn du überlegst, was du für Clubmate zahlst. Es ist schon nicht schlecht. Also wenn ihr drankommt und Mate mögt,
Das ist auf jeden Fall Voraussetzung dafür. Würde ich gar nicht sagen. Weil das ist jetzt nicht so intensiv Mate. Vor allem ist es auch wieder sagen... Das ist schon da. Ja, aber du musst schon... Also ganz es ist klar, auch eher eine Einsteiger-Mate. Ja, ja, das wollte ich sagen. Und du musst... Also wenn du vorher schon mal Mate hattest und generell keine Mate magst, dann ist es nichts. Aber wenn du noch nie Mate hattest, ist es auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Und eine Rülpsbrühe ist es. Ja. Was du auch wieder merkst, durch dieses PET kommt die Kohlensäure ganz anders. Also sie schäumt ja, schon. Sie schäumt direkt nach. Also du schüttest dir das Getränk rein und du merkst schon, wie es von unten wieder hochbrodelt. Im selben Atemzug. Aber wie gesagt, es gibt schlimmere PETs. Es ist eine Einsteigermate, aber eine würzige, gute Einsteigermate. Mhm. Und wenn er mal vorbeiläuft, greift mal zu. Es lohnt sich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ist vor allem von den günstigen Alternativen wirklich... Mittlerweile eine meiner Lieblingsmarken. Eine Dummerweise gibt es die hier nicht. Stellt sich mir noch. Hat das Ding mit Rio zu tun? Keine Ahnung. Vor allem das Absurde ist ja, da steht Rio-Mate drauf. Und woher kommt es? Weil ich muss zitieren. Husum. Genau. Husum Water International GmbH. Was hat das Ding mit Husum zu tun? Also Rio-Husum. Vor allem, die Mate kam ja aus Südamerika. Deswegen haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay... Wenn Deutschland oder allgemein irgendeiner hier Richtung Südamerika denkt, ist das Erste, was ihm einfällt, Brasilien und Samba in Brasilien. Und was, ich, so was ich dann allerdings wieder verstehe. Warte mal, Husum ist... ist das Ostsee oder ist das... Ganz Ostsee? Schlecht in Geografie. Also ich meine es... Ich möchte mich nicht festlegen. Ich auch aber nicht. Es ist da. Es ist da. Nee, der Witz ist nämlich, ich weiß, an der Ostseeküste gibt es eine Stadt, die Brasilien heißt. Das wäre gut. Da hätten wir dann unseren Clou quasi. Das wäre dann zumindest in der Nähe, ja? Aber das wird nicht der Grund sein. Das wird nicht der Grund sein, aber es ist ein netter Funfact. Ja. Und direkt ein paar Kilometer von Brasilien liegt das Dorf, was sich nennt Kalifornien. Und davon ein paar Kilometer weg liegt Welt. Gut, die haben alle einen ziemlichen Rohrdachschaden. Mhm. Meine Fresse. In diesem Sinne. Adios. Daran erkennt man auch irgendwie eine gute Mate. Auf jeden Fall. Du hörst nicht auf, ehe die Flasche leer ist. Du kannst sie nicht aus der Hand legen. Bei einer gewissen anderen Mate. Stellst du sie hin, aus den Augen, aus dem Sinn, du greifst nicht wieder hin. Das hast du dir jetzt aber lange, das hast du monatelang vorm Spiegel und hast den Satz geübt. Ne? Aber hallo. Aber hallo. Nee, also, es ist wirklich so, daran erkennt ihr eine gute Mate. Weil es, selbst wenn ihr Mate-Einsteiger seid, man trinkt es einfach leer, wenn man denkt so, Ich brauche noch was. Ja. Ja, ja. Es ist so. Der erste Schluck war interessant. Muss ich nochmal. Oh, leer. Genau. Und bei der auch nicht anders. Und deswegen ist sie auch definitiv anders, eine gute Mate, weil wir können sie nicht aus der fucking Hand legen. Weil wenn er sie abstellt, greift nicht wieder zu. Ja, nee. Und daran merkt man wieder, es ist so... Gutes Produkt. Ja, nee, weil normalerweise einfach, wenn wir auch mehrere Folgen drehen oder sowas... Man stellt's weg, weil irgendwann macht der Magen nicht mehr mit. Aber daran erkennt man die wirklich geilen Produkte. Die machen wir weg. Und einfach nur, weil es genau, gut ist, weil wir es können. Ehrlich. Ja, mach leer. Oder willst du doch nicht? Doch.